der Gewinner der heutigen Höhlenregatta ist... Ich! Herr Fisch, was machen Sie denn hier? Ich weiß es nicht. Ich muss los. Okay. Hat euch jemand schon mal gesagt, dass ihr einen wirklich interessanten Lehrer habt, Jungs? Na schön. Auf jeden Fall, der Gewinner der Höhlenregatta ist... Cedric! Wow, nice! Und hier hast du deinen Pokal. Dankeschön, das ist wirklich super toll. Also, das war's mit meiner Führung. Wenn ihr euch den Zoo noch anschauen wollt, dann könnt ihr das gerne mal machen. Ihr findet mich am Eingang wieder. Also, Herr Fisch, erzählen Sie doch mal über sich. Oh Mann, das war wirklich spannend. Richtig cool. Den musst du sofort deinen Eltern zeigen, Cedric. Ach ja, meinen Eltern. Oh, wo du es gerade ansprichst. Willst du es denn nicht deinen Eltern zeigen? Und werde ich in 5 Sekunden einen Daumen nach oben und ein Abo auf dem Kanal, dem klaue ich seinen Radiergummi. Naja, meine Eltern haben immer so viel zu tun und sie sind so beschäftigt und sie mögen es eigentlich nicht, wenn ich sie störe. Ach, was für ein Quatsch, Cedric. Deine Eltern werden da sicher eine Ausnahme machen. Sie werden sich total über dich freuen. Meint ihr wirklich? Ja, natürlich. Oh Mann, okay, ich werde es nachher mal versuchen. Aber lass uns doch mal ganz schnell den Zoo anschauen. Denn ich finde, der sieht wirklich fantastisch aus. Na, was geht bei euch? Ja, muss ja, ne? Moment mal, was? Ihr könnt reden? Ja, natürlich. Das hier ist auch kein Zoo. Das ist ein Tierpark. Wir können ja auch ein bisschen rumlaufen. Wow, faszinierend. Na schön. Das hier ist ein wirklich, wirklich schöner Zoo. Man kann sogar einen richtigen Ameisenhügel sehen. Oh, oh mein Gott, Herr Fisch. Du hast nichts gesehen. Kommt mit, es wird Zeit, nach Hause zu gehen. Haha, alles gut. Ich verrate es niemandem. Na, dann lasst uns mal nach Hause gehen. Ja, genau. Macht euch bereit. So, und da wäre ich schon mal zu Hause. Oh Mann, ich habe wirklich den ersten Platz gewonnen. Das ist ja wirklich wunderbar. Oh Mann, ich muss Mama und Papa davon erzählen. Wo sind sie denn eigentlich? Oh Mann, ich glaube, die sind immer noch bei der Arbeit, Leute. Oh, ich weiß nicht. Soll ich sie vielleicht stören? Ach, ich glaube, sie sind wahrscheinlich gestresst und wollen wieder nicht gestört werden. Obwohl, ach kommt, Leute, ist doch egal. Ich meine, heute ist ein wunderbarer Tag. Ich habe heute den ersten Platz gewonnen. Lass uns zu ihrer Arbeit gehen und sie überraschen. So, und da wären wir auch schon. Hier müssen sie, glaube ich, irgendwo sein. Hallo? Hallo, junger Mann. Kann man dir irgendwie helfen? Ja, ich würde gerne... Kann ich dir ein Glas Wasser anbieten? Gar kein Problem. Wir legen das Glas einfach hier rein und dann hast du Wasser. Wahnsinn, oder? Ja, mega toll. Aber das wollte ich gar nicht wissen. Ich wollte wissen... Wo die Toilette ist? Kein Problem. Komm einfach mit. Hier ist sie. Zack und zumachen. Nein, ich wollte auch nicht wissen, wo die Toilette ist. Oh, was wolltest du denn dann wissen? Um genau zu sein, wollte ich wissen, wo meine Eltern arbeiten. Wo deine Eltern arbeiten? Hm, da muss ich mal ganz kurz überlegen. Die könnten vielleicht irgendwo rechts oder links sein. Wow, danke für diesen äußerst hilfreichen Tipp. Mama, Papa. Junger Mann, ich glaube, Sie sind hier nicht richtig. Oh, okay, dann tut mir leid, dass ich gestört habe. Ach, immer diese Jugend. Gut, reden wir weiter über wichtige Themen. Was gibt es heute zum Mittag? Ach, die Typen sind manchmal echt unfreundlich. Aber hier irgendwo muss es doch sein. Oh, hey, Mama. Ja, was gibt es denn? Ich bin der erste Platz in der Höhlenregatta geworden. Mhm, sehr interessant, Schatz. Erzähl deinem Vater davon. Ach, Mann, sie beachtet mich schon wieder nicht. Na schön, dann suche ich halt nach meinem Papa. Wo ist denn mein Papa? Ja, der ist da irgendwo so rechts oder links. Wow, okay, also links scheint er schon mal nicht zu sein. Das heißt, es bleibt eigentlich nur noch rechts übrig. Oh, Papa, bist du das? Ja, Cedric, was machst du denn hier? Ich habe den ersten Platz in der Höhlenregatta gewonnen. Das ist ja großartig. Was ist das überhaupt? Das ist vom Zoo so eine Sache. Ah, der Zoo, der Zoo. Komm mal her, mein Sohn, schau dir doch diesen Zoo an. Ja, ich kenne das Aquarium schon. Das hast du mir schon 10-mal gezeigt. Wirklich? Ich finde das immer eine großartige Sache. Also, was hast du heute so gemacht? Warte. Erzähl's mir lieber doch nicht. Erzähl's lieber deiner Mutter. Oh Mann, keiner von euch beachtet mich. Na, dann gehe ich lieber wieder nach Hause, bevor ich irgendwas falsch mache. Blöder Pokal, keinen interessiert's. Cedric, lass hier nicht immer deinen Müll rumlegen. Du blamierst mich. Ach, lass mich doch einfach in Ruhe. Ich mal ganz kurz, möchtest du nicht vielleicht noch ein Glas Wasser? Ja, ich nehme sehr gerne ein Glas Wasser. So, zack und tschüss. Ich bin jetzt schon voll lange zu Hause und sie sind immer noch nicht da. Ich weiß auch nicht warum, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie sich nicht wirklich für mich interessieren. Oh Mann, na schön. Ich werde dann mal eine Runde schlafen gehen und mal schauen, was passiert. Gute Nacht, Leute. Oh Mann. Ah, guten Morgen. So, Mama, Papa. Mama, Papa? Hallo? Sie sind immer noch nicht da, wie es aussieht. Oh Mann, es ist keiner hier. Warum ist denn keiner hier? Ich verstehe das nicht. Warum sind sie denn immer noch nicht da? Oh Mann, ich muss in die Schule. Ich hoffe, sie sind danach dann noch da. So, ich bin da. Wow, heute bin ich ganz schön früh. Oh, hallo, Herr Fisch. Hallo, Cedric. Du, weißt du, wenn du schon mal hier bist, ich würde ganz gerne noch mal kurz mit dir reden. Im Büro. Im Büro? Okay, na gut. Keine Sorge. Wie ich immer sage, alles wird gut. Okay. Schuh, komm herein und schätsch dich. Ich hoffe mal,
mal, das ist nichts Schlimmes. Ich bin da. Also, Shedrick, wir müssen heute über deine Noten reden. Was? Sind sie so schlimm? Nein, nein, sie sind ausgezeichnet. Hier, bitteschön, hier hast du einen Test. Wow, eine 1+. Weißt du was? Drucken macht mir wirklich Spaß. Deswegen gibt's noch ein paar mehr. Oha, das sind aber viele Tests. Ja, und jetzt darf ich mir eine neue Druckerpatrone kaufen. Darum geht's eigentlich gar nicht. Ich habe mir überlegt, dich vielleicht eine Stufe weiter aufsteigen zu lassen. Was? Also meinst du, dass ich die Klasse überspringen soll? Richtig. Und das können wir auch ohne weitere Probleme und Komplikationen machen. Nur... Nur was denn? Brauchen wir da eine Unterschrift von deinen beiden Eltern? Oh, naja, meine Eltern sind seit einer Weile nicht nach Hause gekommen. Ich weiß auch nicht, wo sie gerade sind. Meinst du, soll ich sie mal zu einem Elterngespräch vorstellen? Ich weiß nicht. Meine Eltern interessieren sich irgendwie gar nicht für mich. Das ist wirklich sehr schade, aber ohne die Unterschrift deiner Eltern geht leider gar nichts. Oh Mann. Das kriegst du schon hin. Frag sie einfach mal, ob sie vorbeikommen können. Okay, werde ich auf jeden Fall machen. Mal schauen, vielleicht klappt's ja. Mama, Papa, Papa, Mama. Ich kann eine Klasse überspringen, wenn ich möchte. Mama, Papa, wo seid ihr denn? Oh nein, sie sind immer noch nicht da. Das kann doch nicht sein. Es muss ihnen doch irgendwas passiert sein. Was soll ich denn machen? Ich schaue vielleicht nochmal bei ihrer Arbeitsstelle vorbei. Vielleicht sind sie ja immer noch am Arbeiten. Hallo, hallo du. Oh, du bist es wieder. Glas Wasser? Nein, ich will kein Glas Wasser. Ich will wissen, wo meine Eltern sind. Schon wieder? Das ist schon das zweite Mal. Naja, gut. Ach so, die beiden. Ja, stimmt. Die haben gekündigt vor kurzem. Was? Die haben gekündigt? Ach, warte mal. Bist du nicht Cedric? Ja, das bin ich. Oh, dein Vater hat eine Nachricht für dich hinterlassen. Komm mit. Was? Eine Nachricht? Hier, komm mit. Das ist das Büro deines Vaters. Und er hat sein Schinkenbrötchen vergessen. Hm. Ja, und was genau ist denn hier? Siehst du den Stapel Papiere auf dem Tisch? Ja, kann ich sehen. Was steht da immer eine Nachricht drauf? Ich glaube schon. Was du dir durchgelesen hast, komm wieder zu mir. Bis dann. Oh Mann, was steht denn hier drin? Cedric, wenn du das hier liest, bist du wahrscheinlich gerade auf der Suche nach uns. Und deswegen möchte ich dir nur eine Sache sagen. Such uns bitte nicht. Du nervst uns und gehst auf den Keks. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, ganz weit wegzuziehen. Möglichst weit weg von dir, du Nervensäge. Fragen bringt nichts, weil wir jeden bezahlt haben, unseren Standort nicht weiterzugeben. Also bis dann, du Loser. Was? Was ist das denn für ein komischer Brief? Das kann doch niemals echt sein. Das ist es also. Das sind meine Eltern. Aha, ich hasse das. Und gute Nachrichten? Nein! Weg mit diesem Müll. Ah, ich werde die Polizei kontaktieren. Die können nicht vor mir weglaufen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Hallo? Ist das hier die Polizei? Wonach sieht's denn sonst aus, Mann? Ach, keine Ahnung. Euch werde ich es noch zeigen hier. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hey, Polizist? Ja, wie kann ich dir denn helfen? Ich habe ein sehr wichtiges Anliegen. Meine Eltern sind von mir geflohen und haben mich ganz alleine zu Hause gelassen. Und abgesehen davon... Schläft er gerade? Wow, was? Tut mir leid. Ich bin ein wenig übermüdigt. Was ist nochmal los? Na schön. Meine Eltern sind abgehauen und ich kann sie nicht mehr wiederfinden. Deine Eltern sind abgehauen? Also du meinst, sie haben dich ganz alleine zu Hause gelassen? Ja, haben sie. Und abgesehen davon haben sie mir einen Brief hinterlassen, in dem sie geschrieben haben, dass sie mich nie wieder sehen wollen. Oh Mann. Und ich dachte schon, meine Familie wäre nicht so cool. Weißt du was? Mach dir nichts draus. Ich glaube, eine Familie, die dich zurücklässt, die willst du sowieso nicht wiederfinden. Die sind nicht unbedingt so cool. Oh Mann, ich bin so sauer, aber irgendwie auch traurig. Ich meine, ich habe jetzt keine Familie mehr. Wo soll ich denn hin? Und ich kann nicht mehr die Klasse überspringen, wenn meine Eltern das nicht unterschreiben. Da können wir dir sehr gut helfen. Wir könnten dich doch adoptieren und dir ein neues Zuhause geben. Ein neues Zuhause, meinst du? Ja, klar. Du kannst bei uns einziehen. Warum denn nicht? Und das würdet ihr wirklich machen? Aber wo soll ich denn wohnen? Also, ich hätte das schon eine perfekte Idee. Bist du dir wirklich sicher, dass das so eine gute Idee ist? Naja, also... Es ist nicht. Lass mich hier raus. Oh Mann, ey. Unter einem neuen Zuhause habe ich mir ehrlich gesagt was anderes vorgestellt. Ach, war doch nur ein Spaß, Mann. Okay, pass auf. Damit du die Klasse überspringen kannst, brauchst du eine Unterschrift von den Eltern, hast du gesagt? Dann kommen wir auf jeden Fall mit. Das würdet ihr tun? Echt? Oh Mann, das ist echt toll von euch. Na gut, dann lass uns losgehen. Ah, da scheint ihr ja. Schön, dass du deine Eltern mitgebracht hast, Cedric. Naja, um genau zu sein, sind wir nicht wirklich seine Eltern. Wir sind nur so eine Art Ersatzeltern, könnte man sagen. Ja, genau. Wir sind nicht seine richtigen Eltern, aber wir haben uns eintragen lassen als seine Eltern. Okay, du bist deine Eltern aber wirklich schnell losgeworden. Bin ich überhaupt nicht. Obwohl, naja, sie sind eher mich losgeworden, aber gut. Hier haben wir die Dokumente. Wenn ihr alle drei das unterschreibt, dann wird Cedric eine Klassenstufe weiterversetzt. Wow, da muss sie ja wirklich gut sein, oder? So. Und so. Und so. Sehr schön, das ist wirklich toll. Dann ist Cedric jetzt also eine ganze Klassenstufe weiter. Das ist doch fantastisch. Und nicht nur das, ich habe sogar noch neue Eltern bekommen, was wirklich, wirklich cool ist. Ich finde euch beide zwar echt ein bisschen komisch, aber ich meine, wir können uns aneinander gewöhnen. Sei mal ganz ehrlich, hast du wirklich keine Lust, in einer Gefängniszelle zu übernachten? Nein, habe ich nicht. Ich meine, wie kommt man... Ach, egal. Na schön, ich würde auf jeden Fall trotzdem sagen, das war's mit der heutigen Tokaboka-Story. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben und ein Abo auf den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und es würde mich mega, mega freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Haut rein und ciao!